Grüße, willkommen zurück zu T-Witcher, genau gehört. Rutsch einfach mal kurz runter. So, zur Einleitung. So. So, dann machen wir den nächsten Fragezeichen. Schon wieder wibbern oder was? Glaube ich schon. Was ist denn glaube ich schon? Genau, das ist nämlich der Kreis. Was hab ich? Ja, und da ist die hier vor uns. Schwanz und Ballisken. Ballisken-Modell. Okay, das müsste jetzt eins von diesen Sorten sein. Ballisken. Jawohl. Ja, hat das auch nochmal gemacht. Dann nochmal die absurde kleiner. Ganz schon mal nach unten. So, dann haben wir das auch nochmal gepost. So. Es gibt aber auch eine Slide-Funktion, wo halt auch noch mehr Erfolg kriegst. Nur fürs Sliden. Sozusagen. Ach, guck mal, da. Ist auch noch runtergekommen. Und wibbern. Gehen haben wir auch schon. Haben wir eigentlich auch schon mal in die absurden. Ne, das haben wir natürlich nicht. Okay. Katakan absurd, nicht erscheinen, Treuer absurd, Fleischrad. Werwolf können wir auch mal versuchen. Warte mal. Erscheinungsmutter gehen, brauchen wir was? Mustix, okay. Auch mal sehr interessant. Gesläubigt.
Das sieht natürlich nicht so lustig aus. Ach, Hunger. Und dein Monster aus. Okay. Oh Gott, Mann. Schmeckt dir das Silber? Ja, ich mal warten. Dann können wir weiter reden. Muschel. Monsterknochen. Okay. Oh, so. So. So, dann können wir mal diesen Ausrufezeichen mal machen. Erstmal ein bisschen weiter weg. Unbedingt schon, das wäre auch mal ganz gut. Dann gucken wir mal, was das da ist. Wahrscheinlich auch wieder so ein Monster Nest, so wie es aussieht. Nee, eher ein Banditenblocken. So, so. Wie ein Mann! Sohn einer Ziege! Scheiße! Mit Bogenschießen gewinnst du gar nicht. Zauberer! Auch weggenommen. So. Dann haben wir jetzt nur noch die zwei und den da vorne. Aber wir gehen jetzt erstmal hierher. Das heißt, wir müssen erstmal das Ganze über die jetzt halt. So, wir sind jetzt unterwegs zu 9. Level up 9 Stück. Da gehen wir ja auch nochmal ein Level für den Erfolg, dass wir zu lang gelaufen sind. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach mal Plätze mit. Los, los! Oh, ein Bies! So, so. Was macht denn der hier? Sag mir, was du zu bieten hast. Tschüss.
Unfallauge. Hilft dir sonst. Ja, irgendwas für mich. Bier ist absurd, das ist schon mal sehr gut. Nächster absurd fertig. Beide Schwerter noch mal repariert. So, dann ist ja auch mal down. Jetzt brauchen wir noch mal so ein Ikima oder irgendwas. Komm, Gerhard, steig mal ab, dann gehen wir so. Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf. Halbenschwert. Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Leichen. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. So, dann gucken wir mal, was das gewesen sein könnte. Spuren von Nilfgaardern. Sie haben eine Gruppe barfüßiger Gefangener eskortiert. Mhm. Ein Wövern. Na klasse. Moin. So, wir haben noch einen Auftrag, der vielleicht... Wo geht denn der hin? Ach, zu der Garnison. Das ist doch schon mal eine nette Geste, dass man dann schon jetzt schon mal sowas hat. Wenn man welche sieht, aber noch eine Sorte noch wegmachen müssen. Nee. Die Totenstarre sieht nach einer Vergiftung aus. Moment, die Leber fehlt. Rausgefressen. Nekrophagen? Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Leichen. Hier ist was Schweres langgezerrt worden. Leichen. Okay. Das ist doch noch nicht alles.
Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Jemand aus dem nahen Dorf? Keine Uniform, keine Stiefel, eindeutig kein nilfgaardischer Soldat. Ja, zum Lager der Nilfgaarder. Jemand aus dem nahen Dorf? So. Wolfer. Ich aber bin ich ja von hier. So. So, dann können wir ja mal hier rumgucken, ob da noch mal was anderes Bestimmtes hier rumgeht. Was ist das für ein Gestank? Wie meinst du, was ist das für ein Gestank? So. Sieht eher so aus wie ein Vorposten oder irgendwas. Aber hier war mal ein Billett, also das kann ich jetzt nicht. Okay. So, Apfel haben wir gefunden. Der Wein ist schon mal gut für uns. Also wer stellt denn so einen Teil hier in der Gegend auf? Sag mal, hat der Salamanische Brigantine und Vampir. Das ist ja mal sehr gut. Dann können wir da schon mal was herstellen. Da brauchen wir erstmal das Insektenöl und das Vampiröl. Gut, dann müssen wir ja. So. Dann gehen wir mal diesen Weg entlang. Gib auf! Tötet ihn! Fehler! Komm! Mach dich kalt, Nieder! Und nochmal enthauptet. Jawohl, Geralt. Solche Enthauptung mag ich gerne, wenn man das mal macht. Wollen einer zu Hause? Nö. Scheint nicht zu sein. Das scheint.